Herzlich willkommen zurück zum Komet 2011 live aus Oberhausen. Und hier geht es jetzt weiter mit einem der lustigsten Menschen Deutschlands. Wenn es nach mir ginge, hätte dieser Mann längst seine eigene Late-Night-Show. Und ich bin mir sicher, das wäre auf jeden Fall ein Riesenerfolg. Hier ist der Einschaltquotenkönig von Sat.1, der Fleischgewordene von Freitag. Hier ist Oliver Pocher. Hallo! Schönen guten Tag. Ja, schönen guten Abend. Ich möchte mal mit einem Gerücht aufräumen, und zwar heißt ja mein aktuelles Programm Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ich habe Lena vertreten jetzt beim Eurovision Song Contest, und ich möchte das ganz kurz nochmal mit meiner erotischen Performance hier beweisen. Okay. Taken by a stranger. Stranger things are going to begin. Flirting with the danger. Und außerdem mache ich momentan Biologieunterricht mit Pietro Lombardi. Ja. Und da geht der Song so. You can call, call me sperm. You can call, call me sperm. Das sind meine aktuellen Songs, die ich performe. Aber wir wollen ja hier die beste Sängerin küren. Und wer das ist, das erfahren wir jetzt. Das sind die Nominierten. Beste Künstlerin. Lena. Cascada. Feel your heartbeat. So, jetzt ist es soweit. Übrigens, der Felera kriegt einen Gemüsekorb aus Holland. Das möchte ich an dieser Stelle noch erwähnen. Jetzt aber zur Gewinnerin. Die beste Sängerin 2010-2011, den Kometen dafür, bekommt Lena! Mai, das ist Freude pur. Lena bekommt den Komet in der Kategorie Beste Künstlerin. Da brauchst du dir gar nicht das Gesicht so zu halten. Mensch, das wollen wir doch sehen, wie du dich freust. Es ist ihr erster Komet beim Eurovision Song Contest. Auch hier in Düsseldorf, also gleich um die Ecke, war es der 10. Platz. Und vor ein paar Wochen. Ja, jetzt Lena. Der erste Komet. War das ein Samstag? Mein Mikrofon. Also erstmal finde ich, dass du wunderschön getanzt hast, und sehe ich das richtig, dass du da etwa einen Tanga hast. Und wunderschöne Tennissocken. Ja, Wahnsinn! Ich hab diesen Preis gewonnen. Das ist so toll. Ich freue mich darüber riesig. Beste Künstlerin 2011. Und es ist so geil! Dankeschön! Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kometen. Was für ein krasses Jahr für dich, oder? Tour, Grand Prix, jetzt der Komet. Was kommt? Wohlverdienter Urlaub? Ja, erstmal Urlaub, bisschen ausspannen, bisschen genießen die Zeit, den Sommer.
Ich glaube nicht, dass es aufhört. Es geht weiter. Und wo geht's hin? Genießen und entspannen im Sommer? Sonne, Strand und Meer. Richtig. Schön, dann viel Spaß mit deinem Kometen.